glaube, man sollte derjenige Mensch sein, und das ist auch wahrscheinlich die einfachste und die kurze Antwort, man sollte derjenige Mensch sein, der der Richtige dafür ist, das zu tun, was man vorhat. Man sollte derjenige Mensch sein, der der Richtige dafür ist, das zu tun, was man vorhat. Nämlich diese Firma zu gründen und sich da reinzuhängen. Die lange Antwort ist wahrscheinlich, du musst echt durchziehen. Du musst echt durchziehen, dranbleiben und alle diese Probleme, und es kommen haufenweise Probleme, wir haben gerade so viele Probleme auch wieder, wo ich mir denke, meine Fresse, und die hast du am Anfang, während du eigentlich total motiviert startest, am besten noch als Bootstrap-Unternehmen, das sich komplett selbst finanzieren muss über die Umsätze, dann wirst du mit Problemen konfrontiert. Dann unterschreiben Kunden nicht, dann funktioniert das Marketing nicht, dann ist der erste Mitarbeiter, den man einstellt, bringt nicht die Performance, die man sich erwünscht hat, dann funktioniert Sales überhaupt nicht mehr richtig, dann muss man Fixkosten zahlen, aber es kommen keine Umsätze rein und. Alles Probleme, mit denen man garantiert mit mehr oder weniger davon konfrontiert wird, mit einer geringen Motivation selber, weil man eben am Vortag 70 Millionen Probleme hatte und heute aufstehen muss und die Hälfte davon noch lösen muss und eigentlich aber noch konstruktiv an Dingen arbeiten muss, weil man operativ an Projekten arbeitet, an Kundenprojekten, aber auch strategisch die Firma irgendwo hinbekommen muss, als auch das Backoffice macht, als auch sich ums Klopapier kümmern muss. Also man darf sich für nichts zu schade sein, man muss wirklich alles tun, um die Firma weiterzubringen, und mit alles meine ich wirklich jedes Telefonat selber führen, jede E-Mail beantworten, jeden Kommentar beantworten, auf Termine gehen, auf Messen gehen, jede Marketingform ausprobieren, jede Sales-Taktik testen und, um herauszufinden, was funktionieren kann, was nicht. Charakter, technisch, talenttechnisch, ich glaube Talent ist hier, Charakter ist hier, das heißt, wenn man den richtigen Charakter hat, wenn man positiv eingestellt ist, wenn man was Gutes tun will und wenn man richtig, richtig, richtig Bock hat, dann ist das Talent zweitrangig, weil früher oder später möchte man ja auch diese Firma größer machen, man möchte sie mit Talenten besetzen, und dann finde ich es viel interessanter, Talente zu erkennen, als selber ein Talent zu haben, wobei das ja auch ein Talent sein könnte, Talente zu erkennen. Ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, long-term zu denken, langfristig zu denken und zu verstehen, dass Dinge, die man erreichen möchte, normalerweise immer deutlich länger dauern, als man sie geplant hat. Dass kleine Erfolge kommen natürlich sehr schnell, aber das große Ganze, Teamaufbau, große Kunden, große Umsatzsprünge, Groß-Media-Echo auf die Firma, das dauert Jahre, normalerweise Jahre, mindestens 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, bis man wirklich, wirklich einen essentiellen Ökosystem aufgebaut hat, wo man von langfristigem Wachstum sprechen kann.